Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitreisende in dem Fall. Was soll ich als Vorstand jetzt noch groß sagen? Ich glaube, es gibt nicht viele Tennisvereine, die so einen Abend bieten können. Und von daher möchte ich mich als erstes mal bei allen Künstlern bedanken, die mir und euch einen wunderschönen und abwechslungsreichen Abend geboten haben. Man muss dazu sagen, die ganzen Künstler, die heute Abend da auf der Bühne gestanden sind, die machen das unentgeltlich. Von daher von mir nochmal ein riesen Dankeschön. Es kommt der Erlös der Veranstaltung, kommt komplett unserer Jugend zugute. Wir haben von der letzten Veranstaltung einen Kinderspielplatz bei uns auf der Anlage bauen können. Ja, von daher sind wir sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die sich da so beteiligen. Ja, was braucht man für so eine Veranstaltung? Man braucht zum einen Sponsoren, bei denen ich mich jetzt ganz herzlich bedanken möchte. Wir wurden unterstützt von der Deutschen Bahn Netz AG mit unserem Schirmherrn Klaus-Dieter Josel. Der ist leider heute verhindert, kurzfristig. Die Deutsche Bahn Station und Service AG, die Brauerei Kugelbauer, das Einkaufszentrum Abensberg, die Kreissparkasse Kelheim, die Raiffeisenbank Kreis Kelheim und last but not least die Stangelmeier Stiftung, die uns das ganze Jahr eigentlich unterstützt und uns auch hier die Halle heute zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß noch, ich bin damals zur Stiftung gegangen und habe gefragt, ob wir die Halle bekommen könnten. Und dann hat der Bauer Armin gesagt, ja klar, selbstverständlich. Ich glaube, der Josef Stangelmeier, der hätte das sehr gern gesehen, wenn in seiner Halle so eine Veranstaltung stattfindet. Von daher vielen, vielen Dank. Ja, und was braucht man noch? Man braucht Leute, die das organisieren und planen. Und mir ist natürlich klar, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man so einen Abend auf die Beine stellt und das auch noch ehrenamtlich. Von daher würde ich jetzt gern drei Personen auf die Bühne bitten, ohne die dieser Abend wahrscheinlich nie stattfinden hätte können und ohne dem Engagement von den dreien und die Kreativität vor allem auch, dieser Zug wahrscheinlich nie ins Rollen gebracht wäre. Von daher einen Riesenapplaus bitte für unsere Hauptlokführer des heutigen Abends, das ist die Anna-Maria Tuscher-Sauer, die Brigitte Hanrieder und der Stefan alias Birne Schell. Ein kleines Dankeschön vom Verein. Ich weiß, dass das mit nichts zum Ausgleichen ist für die ganze Zeit, wo sie euch da genommen und geopfert habt. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir kriegen noch jede Menge weitere Kulturnächte. Vielen, vielen Dank. Danke. Bitte schön. Stefan, für dich habe ich keine Blumen, aber vielen, vielen Dank. Gerne. So, und für das große Finale bitte ich jetzt alle Künstler, die noch da sind, ich werde jetzt mal alle namentlich nochmal nennen, einige haben leider schon weg müssen. Es geht an mit dem Dr. Thomas Hammerl, den Thomas Dem Seber, der Tausendsasser der Abensberger Theaterszene, die Angelika Görz mit Tochter Katharina. Kommt einfach alle schon mal auf die Bühne, egal wo ihr alle steht gerade. Es war mit dabei der Bauer Markus, der Janis Gebert, der Sepp Ostermeier mit der Biburger Blaskapelle, die
die Agnes Englert, die Musical-Spezialistin Katja Franziska Kunstmann mit der Komponistin Alina Pislega, die Theatermix-Gruppe mit der Froni Steiner, der Renate Fleischmann, Peter Obster und dem Ralf Bauer, der Werner Rocky Rockermeier mit der Nicola und der Evi Bartenbach. Ja. Die Top Kids unter der Leitung von Reinhold Rückerl. Das Musikquartett Quartetto Amaretto. Die Rampensau Robert Bertel Travenau. Die Musikwerkstatt Big Band unter der Leitung von Michael Pusch. Der Grand Senior Ewi Heine. Das Duo Marcel Plutz und Alexander Steffel. Und zu guter Letzt die geballte Frauenpower Stimmix unter der Leitung von Reinhold Rückerl. Und natürlich unsere Umbau-Ladies, die so super schnell immer alles umgebaut haben. Bitte unbedingt noch rauf, ihr beiden. Catalina Niemann und Pia Schuderer. Bravo. Es wird jetzt sogleich da oben ein Text erscheinen. Weil unser Supertechniker, den muss ich auch nochmal ganz besonders loben, der Tobi Will, also was der heute geleistet hat, ist unvorstellbar, kann man sich kaum vorstellen, wenn man das nicht mitmacht, diese abwechselnden Beiträge, einmal Funkmikro, dann wieder Gruppenmikro, dann wieder eben die Anschlüsse für die Instrumente, also unwahrscheinlich, dann ist die Lichter und so weiter, da sitzt er ganz bescheiden. Aber hallo Tobi, du bist der Beste, der Größte, Tobi Will. Sound and Light aus Siegenburg, also der hat uns super unterstützt, muss man echt sagen, mit einer, ja, uns auch sehr entgegenkommen. Er sagt, ja, er hat ja selber Kinder und er will die Jugend fördern, damit die ja Sport machen, Menschenskinder. Also natürlich auch Musik, aber auch Sport, beides ist wichtig. Also, jetzt haben wir den Text, yes, und unsere Biburger Blaskapelle wird uns unterstützen und die Alina Pislega, unsere wunderbare Komponistin, die Nicola Bartenbach und natürlich unser toller Gitarrist Sebastian Forster. Also sie stöpseln sich an, damit hier Power raufkommt, in die Zeitinstrumente reinkommt, weil ohne die Power der Technik ist halt doch zu wenig in diesem großen Raum. Jetzt, Sebastian, bist du bereit? Seid ihr alle bereit? Und ihr müsst mitsingen, gell? Bitte schon mal lesen, schon mal warm machen, warm lesen. Und wie die Anna-Maria schon gesagt hat, es gibt auch ein Vorspiel und eine Strophe und dann werden wir den Frei einsetzen. Er ist der große Meister, genau. Alle schauen auf den Werner. Wenn er das Signal gibt, dann singen wir. Passt schon. Und ihr auch. Wir schauen alle hin. Jetzt kommen noch die Finger.